Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Super Mario Maker, meine Damen und Herren. Heute mit einem tollen Ultimate Metro oder Metroid HD-Video, meine Damen und Herren. Oder Level, vielmehr, könnte man quasi auch sagen, wenn man wüsste, wovon man spricht. Dieses Level habe ich schon mal angetestet vor nicht allzu langer Zeit und habe es für cool befunden, meine Damen und Herren. Denn es ist im Grunde genommen wie mein absoluter Favorite Metroid, meine Damen und Herren. Wir haben ein Level, wissen am Anfang nicht, wo wir hin müssen. Es ist aber trotzdem nummeriert nach 1, 2, 3 und 4, meine Damen und Herren. Ob du wirklich richtig stehst und so weiter. Siehste, wenn der Krutz mal wieder am Rumfluchen ist. Aber das macht gar nichts, weil jedenfalls hier Power-Up quasi basierend. Das heißt, wir müssen im Prinzip von einer Area zur anderen und dann irgendwie gucken, wo wir jetzt mit unserem tollen neuen Power-Up weiterkommen. Wie zum Beispiel jetzt hier. Hier sind wir vorhin nicht durchgekommen. Jetzt haben wir aber, meine Damen und Herren, den Pilz des, keine Ahnung, auf Chozo-Doom und so ein Scheiß, weil, ja, weil Hurra und so. Ich glaube, das war scheiße. Aber das macht wahrscheinlich nicht allzu viel. Was genau muss ich hier tun? Was muss ich tun? Ist hier irgendwas, was ich gebrauchen kann? Aua, nein. Ach ja, gut, das kann ich tatsächlich gebrauchen. Nein, das kann ich tatsächlich gebrauchen. Würdet ihr bitte alle sterben, Alter? Das ist jetzt, also, wäre das nicht ziemlich cool, wenn man im Metroid auch Powerblocks hätte? Also, ich finde das geil. Warum bist du jetzt genau dann gehüpft, wenn mein Powerblock da landet, Mann? Das ist echt nicht kollegial von dir, Mr. Koopa Trooper. Stirb jetzt. So, auf Wiedersehen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir nämlich... Aha, in diese Tür. Hierdurch können wir offensichtlich noch nicht, weil, wenn die uns auf den Kopf fallen, meine Damen und Herren, ja, dann haben wir ziemlich verkackt, aber dafür haben wir jetzt eine Fireflower. Hurra! Und, was haben wir hier? Keine Ahnung, gar nichts. Eine Münze, das ist schön. Ich würde gerne eine Fireflower bitte als Reserve mitnehmen. Das wäre schön. Oh, jetzt muss ich... Ach, du Scheiße. Das jetzt schaffen, ohne irgendwie getroffen zu werden, ja? Das soll ich jetzt hinkriegen. Das ist der Plan. Okay, dann mache ich das wohl auch besser, Mann. Ne? Ja, hat doch geklappt. Erzähl mir doch nicht, dass ich das nicht kann. Wer sagt denn, dass ich das nicht kann? Ich kann das. Also, nicht gut, aber dafür umso schlechter. Ist doch schön. Also, Fireflower. Mal gucken, was wir damit jetzt anrichten können, meine Damen und Herren. Ach, das Ding hier. Guck mal, das ist ja praktisch. Dann können wir... Das ist quasi dann... Nein. Nein. Nein, ist gar nicht vonnöten, Alter. Geh mal hier lieber weg. Nein. Also, was gibt's denn hier so Schönes? Ach, nur eine Fireflower. Ja, das macht Sinn. Die werde ich vermutlich sogar brauchen. Aber hoffentlich nicht jetzt. Geh mal... Das Ding ist... Wie kriege ich die da oben kaputt? So. Okay, eine noch, meine Damen und Herren. Aber... Und über die anderen Dinger, über die kann ich ja nochmal drüber laufen, ne? Ja gut, das ist vermutlich deutlich einfacher als das, was ich sonst gemacht hätte. Aber das macht auch nicht allzu viel, weil... Hauptsache, wir haben unsere Fireflower aufgehoben, meine Damen und Herren. So, was jetzt? Kriege ich jetzt einen Helm? Guck dir das an. Kann ich den kaputt machen? Den kann ich kaputt machen! Das heißt natürlich jetzt, dass ich dann hier wieder rauskomme, kann mir diese andere Scheiße da sparen und kann jetzt direkt hier weitergehen, weil ich habe ja jetzt eine Fireflower und einen Helm. Beides... Für diese tolle Blume hier, meine Damen und Herren. Ist das nicht toll? So, aber was haben wir... Was wartet hier auf uns? Oh Gott. Das, ich bin massiv überrascht, dass der nicht... Nein. Ich brauche nämlich meine Fireflower. Bestimmt. Ich gehe mal fest davon aus, dass ich die gebraucht hätte. Oder brauche noch. Deswegen bin ich froh, dass ich sie behalten durfte, meine Damen und Herren. Also mit besten Dank an den Tunnelstar. Oh, ein Stern. Jetzt muss ich mich bestimmt beeilen. Warte mal. Ich beeile mich besser. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ich gehe davon aus, dass ich in die Richtung muss, weil die andere war abgesperrt. Bin ich hier richtig? Muss ich mich beeilen? Muss ich mich weiter beeilen? Sag mir doch mal was, Hilfe! Ich weiß nicht, was ich machen muss. Was kommt da raus? Ich brauche wahrscheinlich... Brauche ich den Stern nicht? Was? Ah, hi! Nein. Nicht ersaufen, nicht und schon gar nicht in Lava. Mein Freund, du bist doch mein Freund. Wir brauchen deine... Das sieht natürlich jetzt glorreich aus. Also ich bin massivst begeistert. Was muss ich tun? Warte mal, hier kommt Sonntünnis raus. Hiermit kann ich jetzt was machen? Das hier. Aber... Achso, jetzt muss ich die jetzt damit kaputt werfen, oder was? Ich vermute mal, dass ich das machen muss. Oder? Also, für mich sieht das so aus. Ich möchte gerne die da hinten noch kaputt kriegen. Das wäre so mein Wunsch. Aber nein! Stattdessen... Aber jetzt... nein, warte mal. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Nein. Wie komme ich jetzt da hoch, ohne getroffen zu werden? Komme ich hier hoch? Ich komme hier nicht hoch. Nein. Das heißt, ich muss... Wobei, die spawnen ja nicht, wenn ich nicht in der Nähe bin. Das heißt, normalerweise... Eigentlich dürfte jetzt hier keiner mehr ankommen. Hier kommt auch keiner mehr an. Guck dir das an. Hör mal, die sind ja kooperativ, du. Das ist ja... Man könnte ja denken, das wäre für Videospiele gemacht. Das ist ja unglaublich. Das ist natürlich nur die Frage, wie ich hier rüberkomme. Ich kann das auch nutzen, wenn ich was in der Hand habe. Wusste ich überhaupt nicht. Das ist schön, dass mir das irgendwer mitteilt. Aber ich hätte bestimmt jetzt gerade... Ich hätte das bestimmt mitnehmen sollen, ne? Ich gehe mal davon aus, dass ich ein so ein Ding hier irgendwie mitnehmen muss, meine Damen und Herren. Ja, ist das nicht schön? Es ist wirklich fast so wie Metroid, meine Damen und Herren. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Level. Nein, ich mache aber den Fehler aber auch zweimal. Wobei, nein, ich mache keine Fehler zweimal. Ich habe noch nie einen Fehler zweimal gemacht, das stimmt nicht. Hört auf, mir solche Sachen zu unterstellen. So, jetzt muss ich ja wieder zurück.
Also ein bisschen niedlich sind die ja schon, so wie die laufen, oder? Tapper, tapper, hallo, ich bin ein Buzzy Beetle, Alter. Ich wäre auch gern Buzzy Beetle, dann hätte ich nicht so viele Probleme in meinem Leben, weil dann wäre ich Buzzy Beetle und könnte einfach durch die Gegend tripseln, meine Damen und Herren. Also quasi wie, keine Ahnung, ein Hund oder eine Katze. Eigentlich wäre ich gern Haustier. Da würde ich dafür angehimmelt werden, dass ich einfach existiere. Wäre das nicht schön? Also für mich. Wunderschön. Bin ich jetzt? Habe ich geschafft? Kann ich hier weiter? Darf ich hier weiter? Danke. Wunderschön. Kriege ich hier weiter oder muss ich hier rein? Ich muss hier rein, ja? Okay, dann wollen wir mal voranschreiten. Komm, hier kommen bestimmt auch irgendwann noch Bosskämpfe. Irgendwann kommen hier bestimmt... Nein. Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich den Helm überhaupt noch haben sollte. Aber auf jeden Fall hat er mir jetzt gerade den verfickten Arsch gerettet. Ich gehe davon aus... Ich folge einfach mal dem Ding, was die Röhre sieht irgendwie abgeschnitten aus. Was die Power-Ups angeht, gehe ich mal davon aus, dass wenn das Level mir ein Power-Up gibt, dass ich das dann auch brauche, ne? Muss ich jetzt hier hin oder muss ich in die andere Richtung? Ich muss vermutlich offensichtlich in die andere Richtung. Man kann ja mal gucken, vielleicht gibt es ein Easter Egg oder so ein Scheiß. Aber, also, und Ostern ist bald. Wir brauchen jede Menge Easter Eggs, Alter. Wir müssen Easter Egg-Hunting machen und so ein Scheiß. Aber bald erst. Da haben wir noch genug. Erstmal machen wir jetzt das hier. Erstmal Metroid, Alter. Oder M-Troid, Entschuldigung. Immer noch M, besser M-Troid als Other M. Other M ist eine Katastrophe. Other M ist die größte Katastrophe... Entschuldigung? Die größte Katastrophe in der Geschichte von Metroid, meine Damen. Nein. Ja, das ist okay. Ich sehe, der Bosskampf, es geht voran. Treffe ich den von hier aus? Wahrscheinlich nicht. Aber ist egal, wir kriegen den schon tot. Wir kriegen den tot, weil wir sind jetzt einfach mal selbstbewusst. Wobei, wenn der sich gleich übergibt... Ich hätte natürlich jetzt einfach runterherlaufen können, ne? Eigentlich... Wahrscheinlich wäre das klüger gewesen, wenn ich jetzt einfach drunter gelaufen wäre. Aber. Und jetzt schon wieder. Aber. Warum würde ich das tun, wenn ich genauso gut Bowser umbringen kann? Das habe ich mir natürlich in allen anderen. Oh, Scheiße. Vielleicht sollte ich wirklich einfach drüber springen. Nein. Du wirst jetzt nicht mehr. Wir werden jetzt nicht mehr scheitern. Wir sind zu weit gekommen. Ich werde das bereuen, ne? Ich werde es bereuen, dass ich das hier gerade versuche. Ich werde bereuen, was ich hier gerade. Nein, ich werde es nicht bereuen, weil ich bin. Haha, fertig. Guck, bitte lass es zu Ende sein. Bitte lass mich jetzt. Ach du Scheiße. Nein. Ich muss jetzt nur hier runter. Das ist die Escape Sequence. Das ist die Escape Sequence aus Metroid. Ach, was schön. Wir haben es geschafft. Was ein cooles Level, meine Damen und Herren. Oh, ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Alter, sehr cool. Sau cool. Ohne Scheiß. Das sind so, weißt du, dieses. Ich finde das manchmal wirklich erstaunlich, wie wenig entdeckt gute Levelmaker sind. Also. Das ist verrückt. Ich hatte Very Metroid, ach nee. Was du nicht sagst, das ist vermutlich wahr, Mr. Daniel. Also, eins noch. Ist egal, nächste Level. Ja, und wenn wir gerade schon mal bei Crossover sind, meine Damen und Herren. Tja, wer Metroid hat, der hat auch Minecraft. Also, auf geht's. Was soll das jetzt sein? Das sind jetzt. Ach, guck mal. Eine Diamond Axe, Alter. Das ist ja wunderschön. Da können wir ja quasi drauf aufbauen oder auch abbauen. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was. Ach, das soll ein Baum sein. Das ist ein Baum. Das ist schön, hi. Brauche ich den P-Switch? Werde ich ihn brauchen. Ich benutze ihn einfach mal vorsichtshalber. Für den Fall der Fälle. Wir kommen jetzt nicht hin. Ich dachte, jetzt komme ich in eine schöne Höhle. Jetzt komme ich in die schöne Höhle und finde übelst hier Gold oder so ein Scheiß. Oder Yoshi. Warum würde ich auch keinen Yoshi in Minecraft finden? Ich meine, wäre das nicht cool? Also ich meine, die sollten mal wirklich Drachen einbauen. Ich meine, gibt es natürlich per Mod schon mehr als genug. Das ist jetzt bestimmt irgendwas, was ich nur nicht erkenne. Das ist garantiert irgendwas, was ich nie erkenne, aber also gut. Ich gehe mal davon aus, dass ich den Yoshi nur brauchte, um da wieder rauszukommen. Die fallen nicht runter, ja? Nee, Quatsch, ich brauche den Yoshi, um da drüber zu kommen, aber wie komme ich hier hoch? Ich hätte wahrscheinlich den einen, was weiß ich, Goomba oder was hier war, hätte ich wahrscheinlich dafür gebraucht, wa? Ach Quatsch, ich kann ja hier den Flutter... Der, ja, den... An den sollte man denken, an den Flutterkick, wenn man Flutter kicken muss, meine Damen und Herren. Hör, da kickst du doof, wa? Nein. Das, hör mal. Das habe ich jetzt aber fantastisch gerettet, oder? Also, da muss ich ja wohl... Hi, eine Pickaxe. Also jetzt gehen wir dann schön in die Diamond-Mine oder what? Dann hau mal einen raus. Feier. Nein, ihr seid ausgeladen. Das wäre auch irgendwie ziemlich cool, wenn man in Minecraft Feuer spucken könnte. Also ich bin dafür. Die sollen mal so ein paar... Wobei, ich meine, auf der anderen Seite, wenn sie das jetzt alles tatsächlich in das normale, ungemoddete Minecraft einbauen, dann haben ja irgendwann Mods nicht mehr allzu viel Sinn. Also passt das eigentlich schon so, meine Damen und Herren. Hi. Jetzt sind wir hier in der übelsten... Ach, das war der Nether. Ach, das ist ein Nether-Portal. Und das ist ein Ghast. Okay, verstehe. Nein, das war bestimmt schlecht getimed, aber es ist nicht so, als würde mich das stören. Aber ich brauche doch kein gutes Timing, um irgendwie vernünftig hier voranzukommen. Entschuldige mal bitte, dafür bin ich ja wohl gut genug. Nein. So ein Ring aus Ghast gibt's aber nicht. Das ist... Oh, oh.
Ist alles richtig? Hier ist ein Checkpoint. Okay, dann ist ja wahrscheinlich alles okay. Wir gehen mal davon aus, dass da, wo Checkpoints ist, wir hinwollen. Also, nein. Das ist mal wieder ein Bowser, ne? Ja, ist egal. Ist egal, wir machen dich tot. Wenn du meinst, du müsstest hier stehen und nerven, dann steh und nerv, du wirst sterben. Nein, du wirst... Nein, nicht ich, du! Du hast das falsch verstanden. Du hast deine Bühnenanweisung falsch befolgt, mein Freund. So wirst du kein Profi-Schauspieler. Also, nee. Das muss anders laufen. Das muss besser werden, mein Freund. Also, weißt du, du musst mehr Disziplin haben in deinen... keine Ahnung, irgendwas, wo du keine Disziplin drin hast. Des Weiteren tapper. Und du bist so tight, that burnt. Und deswegen habe ich dich nämlich jetzt verbrannt und du bist tot. Du verdienst es nicht anders. Nein, ich wollte den Helm gern haben. Dann nehme ich halt den Helm, du Arsch. Jetzt bin ich halt so Lord Helmchen. Wenn der andere Helm mich verlässt, so, also zurück aus dem Nether. Sehr cool, ja. Hi, danke. Das war eine spannende Reise, aber... Wir haben es Gott sei Dank überlebt. Also meine Minecraft-Skills... Skills in Super Mario Maker übersteigen meine Minecraft-Skills mit Z, meine Damen und Herren, in dem echten Minecraft um Längen, meine Damen und Herren. Aber das ist wahrscheinlich auch genauso zu erwarten gewesen, meine Damen und Herren. Love you, Think Noodles. Ja, schön auch. Nehmt euch ein Zimmer. Nächste Level. Wollen wir mal sehen, was wir nicht alle über The Legend of Zelda wissen. Ich werde wahrscheinlich kläglich scheitern. Hahaha, aber dann bin ich Link. Das ist ja schon mal ein Anfang. Also ich bin nicht Link im Sinne von, ich bin Link, aber... Kommens. Achso, ja, Moment. Natürlich. Selbstverständlich, Chef. So, auf geht's. Ja. Ja, ich bin noch dabei, Herr Gott, nochmal, mach fertig. Also, Purple Rupees being worth. Ich habe absolut keine Ahnung, ich glaube 50. Warte mal, weil rot sind 20, 100 sind, glaube ich, Silber oder so. Das ist korrekt, aber ich bin erleichtert. Dieser Moment der Stille, während meine tolle Kiste da runterfährt, ist schon also irgendwie beängstigend, aber gut. Coole Totenkopf. Hi. Ach, guck mal, der hat das Dings da, das Leaf of the, was weiß ich wem, wenn er fällt. Das ist ja schön. What temple do you get in Skyward Sword? Ich habe ich glaube Forest. Forest. Forest Gump, meine Damen und Herren. Nein, natürlich nicht. Ich habe... Skyward Sword ist nicht meins, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht das komplette Quiz oder dass ich viel des große Teile des Quizzes hoffentlich bitte nicht um Skyward Sword drehen, weil ansonsten... Nein, das werde ich dann nicht schaffen. Also Purple Rupees sind 50. Ne? Wobei, Purple Rupees gibt es ja auch nur in den modernen. Das ist ja eigentlich schade. Ich hoffe, dass jetzt hier auch so ein paar Retro-Zelda-Dinger kommen, weil dann habe ich vielleicht auch mal eine Chance, irgendwas zu gewinnen, meine Damen und Herren. Ansonsten werde ich das hier noch zutiefst bereuen, aber das macht nichts. Das ist schön. Link, hör mal, was machst du eigentlich, wenn du die Fernbedienung findest? Dann hältst du sie hoch, ne, und machst siddididin, ist schon klar. Also, das war jetzt Pharaon-Tempel, habe ich das gerade richtig gesehen? Ich glaube schon. Ja, wusste ich zwar nicht, aber... Was? Was war... Nein, warum war das jetzt falsch? Was war... Hä? Ich dachte, das war richtig. Erst sagst du... Verstehe ich jetzt nicht. Ja, sagst du mir, das ist richtig und dann ist es falsch, oder what? Was war denn jetzt... Also doch das Rechte. Okay. Wobei, ist natürlich... Im Grunde genommen ist das natürlich jetzt eine coole Möglichkeit. Ich meine, genau das zu verhindern, was ich gerade versucht habe. Nämlich zu raten, indem ich einfach nur zu der Seite renne, wo die Tür ist. Hat die andere Seite tatsächlich einen Tunnel? Auch eine Tür? Tatsächlich. Ach so, ja, sehr cool eigentlich, ne? Also ich meine, wenn man da so runterfällt und die falsche Antwort gibt, dann sieht man ja quasi, wo die Tür ist. Also dann, und deswegen habe ich jetzt gedacht, dass ich da lang muss und er hat das so zu verhindern gewusst. Chapeau, Alter. Ich fühle mich besiegt. Wir bleiben Oldschool Link. What happens if you enter your name is Zelda in The Legend of Zelda? Ich glaube, ja, keine Ahnung. Also you can play as Zelda auf jeden Fall schon mal nicht. Spiele ich dann die Second Quest? Entweder gar nichts oder ich spiele die Second Quest. Offensichtlich spiele ich die Second Quest, Gott sei Dank. Das ist ein Trick in... Was heißt ein Trick? Ein offenes Geheimnis im Grunde genommen in Zelda, das in fast jedem Legend of Zelda-Spiel, dass wenn man den Namen Zelda eingibt, irgendwas Tolles passiert. Ich glaube, in den Oracle-Spielen, die First Appearance of Tingle ist, glaube ich, Ocarina of Time oder Majora's Mask? Ist Tingle schon in Ocarina of Time? Ist Tingle in Ocarina of Time oder in Majora's Mask? Ich rate jetzt mal einfach. Gott sei Dank. Also jedenfalls, wenn man auf dem Titlescreen als Name dann Zelda eingibt, keine Ahnung, in den Oracle-Spielen passiert dann im Grunde genommen, dass man irgendwie, keine Ahnung, eine neue Musik bekommt oder so Scheiß. Which one is the Triforce of Power? Sowas weiß man? Ich vermute mal, dass
Top ist wahrscheinlich, also ich weiß, dass es ein Triforce of Wisdom gibt. Power, also links oder rechts? Keine Ahnung. Was gibt's denn noch? Triforce of Wisdom, Triforce of Power und Triforce of Courage oder so ein Scheiß. Ich vermute jetzt mal, dass links dann irgendwie sowas wie Courage ist und rechts dann... Nein. Okay, auf adieu, aber links war... Nee, Moment. Top war richtig? Ist es tatsächlich so, dass das Top des Triforce of Power ist? Ich hätte jetzt gedacht, dass gerade das Triforce of... dass das obere Triforce dann das Triforce of Wisdom ist, weil das macht ja Sinn, weil der Kopf ist oben. Verstehst du? So habe ich das jetzt versucht zu interpretieren, aber scheinbar hat Zelda da ein bisschen was anderes mit mir vor, meine Damen und Herren. Na gut, wir nehmen das so hin. Also, das war ja dann jetzt... ich vermute mal, dass das Rechte dann jetzt richtig war. Ach, guck mal, ich bin sogar... Bam, Alter, jetzt bin ich gerne ein fucking Dorfmann, Alter. Also top, ja? Wir gehen mal davon aus, dass das jetzt hier richtig ist, ja? Hervorragend. Na gut, da haben wir ja nochmal Glück gehabt, dass wir jetzt hier doch... Das heißt, ich kann ja jetzt doch im Grunde... Aber das ist ja meistens rechts. Oder häufig zumindest, weil dann rechts immer dieser Teil des Levels ist. Aber bis jetzt ist auch egal. What's the childlike race of forest spirits in Ocarina of Time called? Ich glaube Kokiri. Koroks. Gibt's Koroks überhaupt? Gibt's Koroks in Zelda-Spielen? Der Name Koroks kommt mir nicht bekannt vor. Aber gut, nein, sagt er. Ja gut, dann halt nicht. was muss ich jetzt machen? Krieg ich jetzt den Helm? Nee, ich krieg drei Links. Das ist natürlich auch schön. Okay, was muss ich machen? Muss ich einfach nur hier durchlaufen? Ich gehe davon aus, dass ich einfach nur hier durchlaufen. Okay. Hab ich's geschafft? Hab ich irgendwas gut gemacht? Und jetzt geht die Peacewitch-Tür auf. Und dann komme ich da unten rein. Ach so, ach Quatsch, ich musste warten. Na gut, dann wollen wir halt warten, weil du bist mein... Hab ich jetzt verkackt. Aber ich dachte, Türen resetten. Okay. Diesmal werden wir diesen Fehler nicht begehen, meine Damen und Herren. Wir warten jetzt brav hier, bis die Peacewitch-Tür erscheint. Gehen durch diese Tür, hoffen, dass die Peacewitch-Tür noch da ist. Und dann haben wir gewonnen, meine Damen und Herren. Ist das nicht schön? So wunderschön. Also beim Thema Pixelart fast unübertreffbar. Bei Pixelart? Achso, ach, das ist der Link ganz am Anfang. Na gut, der ist natürlich... Sollte ich mir diese Pixelart vielleicht mal öfter angucken? Die sind bestimmt schön. Guck dir das an. Und dieses Level war auch schön. Wir haben sogar ein paar Sachen gewusst. Nicht alles, aber ich meine gut. Wer soll schon irgendwann über Skyward Sword wissen, meine Damen und Herren? Nein. Es gibt mit Sicherheit Leute, die Skyward Sword ganz, ganz toll finden, meine Damen und Herren. Ich gehöre nicht dazu, aber gut. Jedem das seine, meine Damen und Herren. Na klar, ich glaube, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe Skyward Sword angespielt, irgendwie eine Stunde oder zwei oder so. Also es ist nicht so, als hätte ich das Spiel von vornherein irgendwie verteufelt. Das Spiel habe ich angespielt und fand das, die Steuerung dermaßen scheiße. Wie dem auch sei. Ich hoffe, dass ihr dieses Video ein kleines bisschen besser fandet, als hoffentlich ich Skyward Sword, meine Damen und Herren. Three Games in One, das werde ich mir für das nächste Video aufheben. Stopp. Angehalten. Ach, jetzt startet der. Ach komm, dann machen wir auch noch einen. Du weißt doch, was dann. Wenn wir schon mal so weit sind, dann müssen wir das jetzt noch durchziehen. Das habe ich aber schon mal gemacht. Mach mir erstmal die Schalt. Nein. Wir werden auf jeden Fall irgendwas sehen. Ich glaube, das habe ich schon mal gespielt. Ich bin mir sehr sicher, dass ich dieses Level schon mal gespielt habe. Meine Damen und Herren. Ach komm, wir spielen das jetzt zu Ende. Wir machen das jetzt. Scheiß drauf. Dann machen wir jetzt heute Überlänge, meine Damen und Herren. Zwar ohne Absicht, aber was weiß ich schon. Zelda, ja, schön auch. So, hau mal einen raus jetzt hier. Wo muss ich hin? Hier so. Sehr uncool. Ich hätte wahrscheinlich die Schildkröte da unten reinwerfen. Habe ich das Level schon mal... Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das kommt mir sogar sehr bekannt vor. Na gut. Wir nehmen da mal so mit. Weil Donkey Kong Junior, ey, das ist ein Spiel, das habe ich als Kind so oft gespielt. Weil... Ich meine, man hatte ja damals noch nicht so viel Auswahl. Man hat sich ja die Spiele noch nicht selbst gekauft und so. Jetzt muss ich warten, bis der hier runterkommt, ne? Man hat sich die Spiele noch nicht selbst gekauft und so. Und deswegen... Donkey Kong Junior habe ich wirklich viel gespielt als Kind, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Eigentlich schon beinahe überraschend. Moment, ich bin... Ist doch richtig. Erzähl mir nicht, dass er falsch. Muss ich hoch? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ha, 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 ha. Schaff ich das noch? Schaff ich das jetzt hier rüber zu gehen? Bitte, bitte, bitte? Bitte, 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 bitte? Ja, Gott. Alles Absicht. Ich wusste genau, was ich mache. Also wie immer. Also ich meine, ich... Ist natürlich nicht so, als hätte ich jemals nicht gewusst, was ich hier... Go? Wen kriegen wir denn hier so schönes? Ach hi. Ach, was schön. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Level schon mal gespielt habe oder einfach nur eins, das so ähnlich ist. Ich bin mir wirklich... Ich glaube, ich habe das schon gespielt, aber wahrscheinlich täusche ich mich damit. Egal. Ach, geschafft. Wie schön. Okay, dann halt jetzt, meine Damen und Herren.
Sollte euch dieses Video ein kleines bisschen mit Extralänge heute, meine Damen und Herren, besser gefallen haben als mir Skyward Sword, liebe Leute, bitte like bei einem Kaputtklopp und so weiter. Ach guck, ich habe es tatsächlich schon positiv bewertet. Damit ist dieses Mysterium auch gelöst. Ach, das Level vom Hund, ich bin auch bekloppt. Natürlich, ich habe das gespielt, Mensch. Pass doch mal auf, was du hier machst, Junge. In den Comments, sagt mir, welche Level ich spielen soll. Von euch, von euren Freunden, von anderen YouTubern. Würde ich sehr, sehr gern machen, meine Damen und Herren. Hätte ich sehr viel Spaß dran. Vielen lieben Dank, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt. Und hoch auf die Fingerweise. Bis zum nächsten Video, meine Damen und Herren. Tschüss.